Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Kampfläuferangriff auf der Karte Friedhof der Giganten. Habe ich glaube ich schon länger nicht mehr gespielt, Kampfläuferangriff. Oder war es vielleicht doch letzte Episode? Ich weiß es nicht. So, wir starten auf der Seite der Rebellen mit unserem Equipment, mit der Bacta-Bombe auf L1 und dem Thermaldetonator auf R1. Oh, da kommen schon die ersten Imperium-Soldaten. Oh, da habe ich meinen Teammate mal richtig schön im Stich gelassen. Der, glaube ich, von der Seite weggeholt wurde. Kommt einer. Ablenksignal verloren. Reaktiviert es. Ah. Sturmtruppen auf 12 Uhr. Nein, da wollte ich gerade noch die Bacta-Granate benutzen und mich heilen. Ah, der alte Typ ist so lame, der da weggelaufen ist. Mit seinem verkackten Schild. Egal, ich versuch's nochmal auf rechts. Da den Stützpunkt zurückzuholen. Guck mal, wir haben sogar einen Helden am Start. Oh, 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 oh. Oh, ich hasse diese Leute. Ah, der hat schon 6:0. Das ist so ein Arschloch. Das ist... Es wird wieder so ein Arschloch sein, der einfach jetzt eine halbe Stunde lang in seinem verkackten Ding da rumfliegt und Fußsoldaten tötet. Da kommt er wieder. So ein Spasti, ey, wie ich diese Leute hasse. Ich verstehe aber auch nicht, dass man die einfach, dass man die so langsam stellen kann, diese TIE Fighter, TIE Jäger und auch die A-Wings und so, die sind ja auch nicht besser. Wenn man das nämlich nicht könnte, dann würde das gar nicht so gut gehen. Dann könnte man gar nicht so gut die Fußsoldaten farmen. Dann wäre man darauf angewiesen, Luft gegen Luftkampf, also Luft zu Luftkampf, dass sich die Leute gegenseitig abschießen in ihren Jägern. So wie es eigentlich auch gedacht ist vom Spiel, denke ich mal, vom Entwickler. Zielerfassung abgeschlossen. Schon wieder so ein Typ da hinten, der da nichts Besseres tun hat, als mich abzucampen. Ja, und wir haben natürlich nicht die Leute, die es reißen. Ah, da sind sie überall wieder. Ich werde schon wieder vom A-Wing beschossen. Vom TIE Fighter. Glaube ich zumindest. Wo ist mein Team denn? Haltet die Augen nach Darth Vader auf. Er wurde in der Nähe eurer Position gesehen. So, wieder zurück nach vorne. Kommt schon, Leute. So, Thermaldetonator vorne hin. Jeden einen Typen hole ich mir mit seinem scheiß Sprungpack. Ja, hast du gedacht, ne? Du bist auch schön am Abcampen. Kill Assist aber nur. Macht aber nichts. Hauptsache er ist weg. Und wir haben hier den Schützpunkt. Das ist schon sehr gut. Das war ein bisschen zu forsch, Junge. Oh, da hat er jetzt noch sein... sein Ding gezogen, sein Schild. Okay, da kommt doch schon der AT-ST. AT-AT. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Seht ihr? Der schießt schon auf mich. Wow. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Aber sieht im Moment gar nicht so schlecht aus. Wir haben den Uplink auf jeden Fall aktiv. Jetzt ist der hinten aber nicht aktiv. Also das EE3, ich mag es ja sehr gerne, was Range angeht. Deswegen spiele ich sehr gerne die großen Karten mit dem Gewehr. Hab natürlich jetzt gleich wieder nichts für die Phase, wenn wir den AT-ST angreifen können. Jetzt bräuchte ich so ein Impulsgewehr, der hätte ich schön einen wegholen können, oder mehrere. AT-AT, schießt auf mich. Da war noch einer, da muss noch einer kommen. Da ist einer. Der ist aber jetzt in der Schutzblase. Ja, hast du gedacht, ne, dass du mich holst. Idiot. Okay, der AT-AT ist jetzt angriffbar. Ne, doch nicht. Waywings kommen noch.
Ah, jetzt stehen die alle da unten. Das ist natürlich jetzt mehr als ungünstig. Ah, das ist ungünstig. Ah, was? Wie hat er mich denn um die Ecke getötet, oder was? Ja, greift meinen AT-AT an, Leute. Versteck mich mal hier. Ja, er wirft natürlich genau den Orbitalangriff auf mich. Ist klar. Hä, das war ein Typ aus dem... War das einer aus dem TIE Fighter gerade, der einen Orbitalangriff auf mich geschossen hat? Wie geht das denn? Ja, so wird es noch Jahre dauern. Komm schon! Der Kampfläufer kommt in unsere Richtung. Wir müssen ihn angreifen, solange er ungeschützt ist. Wird schon wieder beschossen von irgendwo. Haltet euch bereit. So, jetzt heißt es wieder Posten einnehmen. Oh, da schießt er von rechts auf mich. Okay, ich werde mal die Waffe wechseln. Wechseln wir mal auf das E11, glaube ich, wechsle ich mal. Das habe ich ewig nicht gespielt. Ah, guck mal, hier ist... Ich könnte Flugzeug fliegen, aber... Ich kann das eh nicht so gut. Und das macht mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon ewig nicht mehr hier... Wie heißt denn das? Mit den Flugzeugen. Dieses Flugzeugangriffsdings-Spiel gespielt. Ja, du bist ein ganz großer Held da oben, Junge. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Wollt ihr das sehen? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich weiß ja, dass es viele Fans da draußen gibt von dem Spielmodus. Gerade weil man da auch sehr gut Geld farmen kann. Ja. Ich liebe es. Gerade weil man dort sehr gut Credits farmen kann und halt auch Ränge farmen kann, weil man, wenn man es drauf hat, dauert so eine Runde halt einfach nur 5 Minuten. Und man macht halt 11.000 Punkte. Oh ja, Vader kommt auch noch. Sehr schön. Wo gehe ich jetzt hin? Vader kommt von dort. Da oben ist wieder so ein Camper. Ich frag mich nur, warum Vader nicht das Ding einnimmt. Imperiale Einheiten haben unser Abwehrsignal abgeschaltet. Wir müssen es reaktivieren. Aber das ist der schlechteste Vader, den ich je gesehen habe. Haltet die Augen nach feindlichen Einheiten an. Hat er überhaupt schon jemanden getötet? Schwimmen wir den jetzt? Abwehr aktiviert. Seid vorsichtig. Komm schon, bitte, das Schild, geh weg. Ah. Nein, was schießt da rechts? Oh nein, der Druide. Kommen die von da auch noch? Ich hätte mir Vader snacken können. Der hat nichts mehr. Ah, Darth Vader ist schon besiegt. Das wären einfache Punkte gewesen für mich. So, mach mal hier den Uplink an. Sehr schön. So, den anderen Uplink holen wir uns auch direkt. Granate. Weiter geht's. Ja, nee, nee, du nicht, Junge. Das hättest du wohl gedacht, wa? Dein billigen Schild da. Ja. Dass hier jeder einen Sprung weg hat, das ist so nervig. Der E11 geht schon gut ab. Mal ein bisschen nach vorne rushen. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Von da hinten irgendwo, ey. Von da oben! Wieder so ein Kackspacko mit so einem stationären Geschütz, ey, wie ich die Leute hasse. Fast so sehr wie Leute, die eben die Blase anmachen oder die mit Flugzeugen rumfliegen oder die mit dem AT-ST rumfahren. Eigentlich ist alles verboten, was nicht mit Infanterie zu tun hat.
Aber das war nicht gut. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich treff grad nicht. Ah, ich treff grad nicht. Hier sind zu viele. Hier sind zu viele. Dass ich das Geschütz da hingestellt habe, ist auch überhaupt nicht gut gewesen. Das hätte ich viel weiter vorne platzieren sollen. Am AT-ST. Am AT-AT. Gut, um AT-AT anzugreifen von hier kann ich komplett vergessen. So wie ich hier in den feindlichen Linien bin. Talangriff. Oh, der hat bestimmt irgendwas zum... Kann ich nicht einen Orbitalangriff auf den starten? Das wäre mega cool. Ja, wo bist du? Ah, ja, ich hab ihn geholt. Ah, du hässlicher Typ, ey. Wurde noch von einem anderen geholt, das fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe diesen dreckigen, ekelhaften Camper, der da oben mich angeschossen hatte, geholt. Ob ich diese Leute hasse, die immer da oben rumcampen. Haben wir jetzt noch? Nein, wir haben zwei. Nach wie vor zwei. So, jetzt kann ich mal schön einen Orbitalangriff da reinzimmern. Wenn da nicht so ein Typ kommt, den ich gerade den Orbitalangriff raushole und den wieder wegpacken will und es einfach nicht funktioniert. Oh, Held. Nein! Du Arsch, da kommt der, dieser Hurensohn mit dem Sprungback an. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt gar nicht sauer auf ihn, dass er es mir weggeschnappt hat, denn ich hätte es ja selber weggeschnappt, wenn ich derjenige bekommen wäre, der es bekommen hätte. Da waren ja andere schneller als ich. Aber wenn ich so ein Arschloch sehe, der mit einem Sprungpack da noch angesprungen kommt, dann, boah, da könnte ich nur in die Fresse schlagen. Sowas ist halt hindienlich hoch null, wenn ich sowas sehe. Das krieg ich das Kotzen. Wenn da einer seinem Teammate mit einem Sprungpack zündet, um es dem eigenen Team zu klauen. Also, nee. Nee, hört bei mir irgendwie der Spaß auf. Ah, da war noch ein Sturmsoldat, der dann wegsnackt. Mache ich ja auch gerne mit dem Helden rumlaufen, denn dann fokussiert sich das meiste Feuer immer auf den Helden. Und du selber kannst dann schön wegsnacken. Wieso sind hier so viele Sturmsoldaten? So, kann ich jetzt endlich mal dazu meinen Orbitaleinschlag hier anzuordern? Einen erwischt, oder? Oder sogar zwei? Ich glaube sogar zwei. Komm schon, zeig dich. Ich hab dich gesehen. Na, ah, der gedacht, er holt mich. Mit dem Impulsgewehr im Sprung, ist klar, Junge. Ihr habt den Kopfgeldjäger besiegt. Feindliche Elemente. Hier wimmelt es. Hier wimmelt es extremst. Wir haben eine Ablenkstation aktiviert. Macht euch bereit. Oh Gott. Und dann auch noch der AT-AT direkt vor uns. Guck mal, der mit seinem A-Wing. Wie ich solche Leute hasse, die so langsam fliegen. Er ist jetzt auf in unserem Team. Von daher ist es jetzt nicht schlimm für mich, aber... Boah, ich finde das so dämlich gemacht. Wieso kann man den A-Wing so langsam steuern? Das ist echt... Das sollten die mal ändern. Hat er hier seinen ekelhaften Druiden positioniert? Der muss auf jeden Fall weg. So. Hui, das war knapp. Ah... Was? 100 hat der noch? Ich habe ihm doch noch mindestens ein oder zwei Schüsse mitgegeben, bevor ich gestorben bin. Ah, wir haben auf jeden Fall eindeutig verloren. Normalerweise gewinnen die Rebellen das hier. Aber das ist viel, viel zu schlecht von uns gespielt. Viel, viel zu wenig Schaden gemacht auf den AT-AT, wenn wir Schaden machen durften. Die Uplinks waren eigentlich ganz okay oben, abgesehen jetzt von der Phase. Jetzt kacken wir richtig ab. Man merkt ja auch, wie die ganzen Sprungpack-Spasten unterwegs sind und hier schon in unserem Startgebiet rumpimmeln. Das ist eigentlich auch nicht normal, dass man so weit zurückgedrängt wird. Ich weiß ja nicht, woran es scheitert, woran es liegt. Ob unsere Leute einfach
allgemein zu schlecht sind oder ob es daran liegt, dass die anderen einen zu starken Piloten haben, der die ganze Zeit aus der Luft alles holt, oder unsere Piloten zu schwach sind. Manchmal sind das so ganz, ganz kleine Elemente. Oder die Gegner haben einen Helden aktiv, der einfach extrem gut spielt. Das ist manchmal so das Zünglein an der Waage. Woran es dann nachher liegt, dass man die Runde verliert. Da haben wir unseren Boba Fett-Arschloch schon wieder. Deaktiviert. Wir müssen ihn reaktivieren. Ja, hast du gedacht, dass du mich holst, ne? Hätte ich aber auch gedacht. So, ich versuche einfach mal, wir haben eh verloren, ich versuche noch ein paar umzuziehen. Das andere bringt es eh nicht mehr. Oh, schnell hinter die Klippe hier. Ich mal meine Granate da herüber. Oh Gott, Boba Fett ist auch ganz nah. Da läuft er. So, jetzt Boba Fett im Nahkampf gegen Skywalker. Das, eigentlich kann Skywalker das nur gewinnen. Das ist, glaube ich, der schlechteste Boba Fett, den ich je gesehen habe. Ich habe noch nie ein One-on-One gegen Boba Fett. Wow, das war ein guter Thermal-Detonator. Ich habe noch nie ein One-on-One gegen Boba Fett so lange überlebt wie gerade. Und der hat mich hätte sogar noch nicht mal getötet, sondern jemand anderes. Ja, ist richtig. Wir werden... Das ist so jämmerlich. Was wir da gemacht haben. Niederlage! Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ciao, ciao! Euer Silent.